Herr Beer, wir haben heute den Abschlusstag vom Fonds Professional Kongress, dem Leitkongress in der Investmentbranche. Da steht groß die Zahl 2012 drauf. Wir kommen aus dem Jahr 2011, das war, glaube ich, nach einhelliger Meinung eines der schwierigsten Jahre für Geldanlage, für Asset Management. Wie kommen Sie aus dem Jahr raus? Was ist Ihr Eindruck? Kann man das so bestätigen? Also man kann bestätigen, dass es ein schwieriges Jahr war. Allerdings glaube ich, dass hier ein großer Unterschied klafft zwischen dem gefühlten Katastrophenjahr und was tatsächlich passiert ist. Aus unserer Sicht ist letztendlich in den Märkten gar nicht mal so viel passiert. Wir hatten einen kleinen Abriss, wir hatten eher politische große Themen und leider verlieren die meisten Investoren den Blick fürs Wesentliche, wenn letztendlich so viele politische Themen auf den Tisch liegen. An sich hatten wir von unserer Anlage her im Prinzip ein erfolgreiches Jahr. Wir kennen uns jetzt schon mehrere Jahre und ich weiß, dass Ihr Credo ist, nicht spekulieren, sondern investieren. Wie sind Sie denn durch das Jahr gekommen mit der Strategie? Hat das funktioniert auch im letzten Jahr, in diesem krisengeschüttelten Jahr? Ja, ich finde, wir sind ganz gut durchgekommen. Unser Credo, wie Sie sagen, ist ja investieren statt spekulieren. Das heißt, wir sind ein Dauerinvestor am Aktienmarkt, weil wir uns letztendlich den Gedanken verfolgen, an Unternehmen zu beteiligen und den Ertrag abzugreifen. Hier gehört sich Systematik dazu und ich glaube, es war ein ordentliches Ergebnis. Wir waren auch im Minus. Wir haben 7% Minus letztes Jahr leider verkraften müssen. Aber im Aktienmarkt, im Euromarkt, europäische Blue Chips, und dafür, glaube ich, kann sich das Ergebnis sehen lassen, vor allem vor dem Hintergrund, dass wir die letzten 8 Jahre, ich glaube so in etwa 7% per anno erzielt haben. Vor dem gefühlten Hintergrund der Investoren, mit Aktien konnte man in den letzten Jahren nur Geld verlieren. Nein, wir haben für unsere Investoren dauerhaft Geld verdient. Jetzt werden sich natürlich viele, wie so oft, fragen, was macht Robert Beer anders als andere Asset Manager? Ihr Geheimnis liegt ja so ein Stück weit auch im Risk Management. Vielleicht sprechen wir ein bisschen über das Thema. Ja, ist vollkommen richtig. Der erste Punkt ist allerdings, dass wir uns genau auf das konzentrieren, was wir können. Zum ersten sind es europäische Blue Chips, mit denen wir uns ausführlichst beschäftigen. Hier haben wir dann als zweite Komponente eine systematische Aktienselektion. Das heißt, wir selektieren systematisch, nicht nach Gefühl heraus, sondern systematisch die stärkeren Branchen heraus. Und der dritte und wichtigste Punkt langfristig ist, dass wir ein Risikomanagement betreiben und das hier auch ganz systematisch mit Optionsstrategien. Das heißt, wir versuchen nicht Timing zu spielen, das heißt zum richtigen Zeitpunkt Aktien zu kaufen und zu verkaufen. Das geht aus meiner Sicht meistens schief. Wir haben ein systematisches Risikomanagement. Damit kann man die Risiken nicht komplett vermeiden, aber man kann Risiken reduzieren. Und damit kann man es sich erlauben, dauerhaft im Aktienmarkt investiert zu sein. Und letztendlich der Ertrag sind die Unternehmenserträge, die dann tatsächlich der Investor bekommt und wir unseren Investor liefern. Wir stehen am Anfang 2012. Es ist noch früh genug, um eine Prognose zu wagen, wie das kommende Jahr aussehen wird. Wie ist Ihre Strategie? Was sind Ihre Erwartungen? Ja, unsere Strategie ist wie immer die gleiche. Wir sind voll investiert im Aktienmarkt und wir haben eben wieder unser systematisches Risikomanagement, aber auf die Aussichten gefragt. Ich glaube, man muss hier den Blick über den Tellerrand werfen. Man darf nicht, wie viele Investoren versuchen, genau den Tag X zu erwischen, wann man denn in den Aktienmarkt reingeht. Ich glaube, wenn man die letzten 10 Jahre betrachtet, sind wir in einer Phase einer sehr günstigen Bewertung. Das Umfeld ist relativ negativ geprägt, was ja letztendlich positiv für uns ist, sonst gäbe es nicht die niedrigen Bewertungen. Das heißt, wir hatten die letzten 10 Jahre an den Aktienmärkten Gegenwind aufgrund eines Bewertungsabbaus. Die Bewertung war zu hoch. Jetzt ist sie niedrig. Ich glaube, nicht nur aufs Jahr 2012 bezogen, sondern auf die nächsten 5 bis 10 Jahre, glaube ich, dass wir sehr gute Aktienjahre sehen werden. Herr Beer, viele kennen Sie als erfolgreichen Asset Manager. Sie verwalten große Vermögen mit großem Erfolg. Aber Sie hatten vor ca. 18 Jahren auch Bücher geschrieben zum Thema Euro. Das ist ja wieder ein aktuelles Thema geworden. Viele Menschen denken, um Gottes Willen, warum haben wir das? Damals haben Sie sehr kritische Worte gefunden und Sie sagten mir eben im Vorgespräch, so 3, 4 Jahre nach Veröffentlichung des Buches haben sie danach, vielleicht war es zu kräftig, aber wenn sie sich heute mal zurückbesinnen in das Buch, was sie geschrieben haben, ist davon was eingetreten, von ihren, ja, sage ich mal, schlimmsten Erwartungen?
Ja, also auf der letzten Abendveranstaltung hat der Moderator aus dem Buch zitiert und man könnte meinen, es wurde gestern geschrieben. Ja, also bin ich schon ein Stück weit froh darüber, das eigentlich so gesehen zu haben. Leider ist dieses kritische Szenario tatsächlich eingetreten. Und ich glaube, mit einem gesunden Menschenverstand, möchte ich auch heute noch behaupten, konnte man das auch bei Entstehung der Währungsunion schon ahnen. Grundprinzip ist, man kann das, glaube ich, in drei Sätze fassen. Das Problem war, man wollte alles gleich machen. Man wollte gleichen Lebensstandard in der ganzen Eurozone, überall wo der Euro herrscht. So, und gleicher Lebensstandard geht eben nur, wenn die gleiche Leistungsfähigkeit da ist. Wir hatten unterschiedliche Leistungsfähigkeit. Früher gab es den Wechselkursmechanismus, der das ausgeglichen hat dann wieder. Den hatte man nicht, also musste Druck im System entstehen. Der Druck wurde eigentlich vermieden, indem gewisse Staaten und auch die Bevölkerung, die Gesellschaft sich letztendlich am Kapitalmarkt bedient hat und die geringere Leistungsfähigkeit über Schulden ausgeglichen hat. So, und es wurde noch begünstigt, weil die Zinsen viel zu niedrig waren, sodass man sich bedienen konnte. Und niemand wollte dieses Problem sehen. Und jetzt ist es eigentlich nach 15 Jahren mit geballter Macht gekommen, dass man plötzlich erkennt, die Staaten, die nicht so wettbewerbsfähig waren, haben sich heillos verschuldet. Letztendlich, ja, jetzt geht es nur darum, wie werden diese Schulden beglichen? Wahrscheinlich werden sie vergemeinschaftet. Aber auch hier muss man, denke ich, jetzt sehen, es ist ein Riesenproblem entstanden, aber ich glaube, man ist jetzt auch dabei, das zu lösen. Leider auf Kosten, ja, auch vieler deutscher Steuerzahler. Was würden Sie denn empfehlen? Viele sagen ja, wir müssen aussteigen aus dem Euro. Wir hatten dieses Jahr auch eine große Veranstaltung bei Morningstar. Da wurde schon gewettet, wie viel ausscheren aus dem Verbund. Neue kommen hinzu. Hat der Euro heute noch eine Chance? Wird er bleiben? Also ich hoffe, dass er bleibt. Ich glaube schon, dass es für Europa wichtig ist, also eine Gemeinschaftswährung zu haben. Natürlich muss man die Probleme beseitigen oder angehen. Und das ist die schwierigste Aufgabe. Und es geht nur um eine Geschichte. Wenn irgendwelche Teile in dieser Eurozone weniger leistungsfähig sind, dann muss man auch ganz offen sagen, kann der Lebensstandard, sprich Löhne, nicht so hoch sein. Das muss man akzeptieren. Wenn man das nicht akzeptiert, wird es immer die Spannungen geben und letztendlich wird es in eine Transfergemeinschaft enden, dass nämlich die stärkeren Staaten die übergeordnete Wettbewerbsfähigkeit dann letztendlich wieder bezahlen müssen an die schwächeren Staaten. Wenn man allerdings akzeptiert, dass eben geringere Leistungsfähigkeit auch zu einem geringeren Lohnniveau und Lebensstandard führt, dann kann die ganze Geschichte funktionieren. Und was natürlich jetzt eigentlich offensichtlich wird, alle Staaten müssen letztendlich ihre Hausaufgaben machen, müssen für einen gesunden Haushalt sorgen, das heißt ordentliche Steuersysteme, und dann kann das Ganze funktionieren. Und jetzt aktuell die Sorge, die man hat aufgrund dieses Zinsunterschiedes in den Staaten, ist aus meiner Sicht das beste Regularium, um die Staaten zu zwingen, ordentlich zu haushalten. Und ich glaube, man kann mit berechtigter Hoffnung sagen, große Investoren weltweit würden sich um italienische Staatsanleihen, die jetzt 7% bieten, reißen, wenn sie wissen, dass sie ihr Geld wieder zurückbekommen. So, also geht es darum, für die Staaten nur für Glaubwürdigkeit zu sorgen, dass Investoren, die ihr Geld ihnen anvertraut haben, dass sie das auch wieder zurückbekommen, und dann kann der Markt wieder funktionieren. Und ich glaube, diese ganzen Rettungssysteme, alles, was man jetzt hat, ist im Prinzip ja die Krise zu überwinden, ne? Aber es bleibt nicht aus, dann später letztendlich dafür zu sorgen, Glaubwürdigkeit und verlässliche Haushaltspolitik. Vielen Dank.